Und 2020 die Beziehung nicht mehr so lange halten? Social Media spielt eine große Rolle. Überleg mal nur damals, wo es noch keine Handys gab, noch kein Internet gab. Unsere Oma, Opa haben geheiratet, da waren die 21, 22 und sind ihr Leben lang zusammengeblieben. Und jetzt vergleicht mal mit heute. Die Leute sind 35, 40, 45, immer noch Single. Woran liegt das?